Und dann würde das Gewahrtstand. so, 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 so. Gut, ich kann dir folgen. Hier das, soll alles mit, das soll alles Stein sein, ja? Ja, klar. Das ist das auch schon der Boden dann? Hier ist, bleibt das so. So, ja? Und dann haben wir hier drüben, auf der anderen Seite, haben wir ungefähr, sagen wir einfach mal... Kurze Frage nochmal, soll das alles ein Raum sein, der von innen zu ist? Nein, der wird zur einen Seite offen. Pass auf, ich erkläre es dir jetzt nochmal genau. Wenn ich hier fertig bin mit meiner wundervollen Demonstration... Ups, die war falsch. Du gehst dann hier so raus, ne, bis, sag ich mal, so, keine Ahnung. Wo ist denn die andere Seite? Ja, vielleicht müssten wir das noch ein bisschen rausziehen. Nehmen wir an. Oh! Du solltest vielleicht schon auf der gleichen Höhe bleiben, Marlon. Aber das ist schon vollkommen okay. Du kannst es bis hierhin ziehen. Dann ziehen wir es auf der anderen Seite auch so weit. Und hier drüber, ne, also hier, wo wir draufstehen, hier kommt halt Wand hin und darunter ist frei. You know? Bleibt unten, ist die unterste Schicht weiterhin Erde? Oder wird die Erde noch durch Stein ersetzt? Hier das hier bleibt Strand, sag ich mal, bis hierhin. Und hier packen wir dann die Wand hin, wo du dann rauskommst zum Strand. You know? Okay. Das ist wie, als ob du sozusagen... Ja, wie soll ich das erklären? Als ob du eine offene Garage in ein Haus einbaust, sozusagen. Weißt du, wo du unten einfach reinfahren kannst, durch eine Tür in dein Haus gehen kannst, sozusagen. Weißt du, was ich meine, ja? Ja. Also zur Meerseite hin bleibt das offen. Ich würde es eventuell sogar noch ein bisschen einen höher machen oder so. Müsste man dann schauen. Du musst es jetzt auch nicht alles komplett mit Erde machen, ne? Die Erde wird das jetzt durch Stein, richtig? Ja, positiv. Ich fange an. So, ich werde dann jetzt mal gucken, dass wir jetzt erstmal Stein bekommen, ja? Okay. Leo, hilfst du mir? Ja, ich komme. Wir haben noch genug Eisenerz. Hast du Eisenspitzhacke? Ja, hab ich. Gut. Eine oder wie viel? Ich hab mal kurz eine Minecraft-Frage. Wenn wir jetzt hier drin sind und das Dach ist offen, also das Steindings, kommen hier auch Monster rein? Negativ. Wenn kein Licht da ist? Wir müssen nur Lichter machen. Dann sollte man das vielleicht mal tun, oder? Ja. So, ich werde mal ein paar Eisenspitzhacken in Advance bauen, ja? Perfekt. Marlon, ich glaube, du hast gerade das Eisenerz jetzt da drauf genommen. Das kannst du mal in die Kiste schmeißen, bitte. Du hast die Eisenspitzhacken mit? Ja. Komm mal. Dann gehen wir einfach mal hier in die Richtung. Seid ihr unten drunter? Ja, ne? Ja, wir bauen. Ich komme mal mit euch. Ich komme mal mit euch. Hallo? Wo seid ihr? Also, ich sehe den Leo. Ich bin hier einfach geradeaus. Ah ja, und dann? Was ist passiert? Ich gebe dir jetzt hier, hier, nimm das. Jetzt machen wir hier erstmal zwei Räume, würde ich mal so sagen. Wie groß sollen die werden? Drei in der Höhe und von diesem Gang aus fünf zu jeder Seite. Drei in der Höhe, okay. Dieser Gang hat ja momentan nur zwei in der Höhe, richtig? Ja, dann machen wir den noch einen tiefer gleich, ganz einfach. Tiefer, nicht höher. Nee, tiefer. Oh, Kohle, schick. Baum, 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 baum. Also von der Mitte aus dann fünf zu jeder Seite, ne? Dass wir insgesamt. 3, 4, 5. Dass wir insgesamt 11 in der Breite haben.
erstmal Licht machen hier. 11 in der Breite, das heißt, wir haben jetzt hier gar nicht den Gang aus. Das heißt, vom Gang aus nochmal links und rechts jeweils 5, ne? Ja, genau. Gang plus 5 links, Gang plus 5 rechts. Du brauchst gerade mehr als 5, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden. Marlon, wenn du gucken würdest, ne? Ja. Gang. Gang ist hier, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das sind 5. Und jetzt brauchst du, willst du nochmal 5 nach links und nochmal 5 nach rechts, negativ, damit der Raum kommt. Nein. Hier, der ist der Gang. Hier ist der Raum. Ja? Der erste Raum, ja. Okay. Nee, es wird ein Raum hier. Den anderen bauen wir gleich erst. Okay. Das heißt, ich hau jetzt einfach mal das hier weg. Ja, das in der Mitte kannst du weghauen. Ich denke mal, das hier sollte dann auch reichen. Oh, das nimmt ja schon langsam Form, Mann. Ja. Ich bin schon auf Level 11. Ich bin irgendwie immer noch auf Level 1. Ich bin auf Level 4. Ja, wenn du stirbst, dann setzt sich das zurück. Ja. Ah, okay. Und du kriegst das halt, wenn du Sachen abbaust oder irgendwie, keine Ahnung, abbaust oder brennst, so schmilzt. Einschmilzt. 2, 3, 4 und 5. Dann komme ich hier wieder zurück. Leo. Hallo Rico. Eins. Ach, da ist ja der Gang zwischen deshalb. Ja. Ich habe vergessen, dass der Gang 2 breit ist. Bin jetzt von einem ausgegangen. So in der Breite. Viel Erde, ey. Ja. Erde kann man später auch mal gebrauchen. Terraforming. Ja. So, hier haben wir. Das war sehr nerdig, was du gerade gesagt hast. Terraforming. Ja. Och, es geht. So heißt es ja nun mal. Ich hab Kohle gefunden, Rico. Sehr gut. Hier ist auch noch Kohle hier hinten. Und noch Quarz. Wie viel Aufnahmezeit haben wir bisher? Eine Stunde und 4 Minuten. Mensch. Wie viel wollen wir denn heute überhaupt aufnehmen, ist die Frage. So viel geht. Also 2,5 Stunden. Oh, noch haben wir ja Zeit. Oh, Kohle. Ich höre Wasser, das gefällt mir eigentlich nicht so, aber ich mach's jetzt trotzdem mal hier. Nee, wir werden gleich überschwemmt, Rico. Ja, und wenn, dann bauen wir es halt wieder zu. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ich habe hier auch extrem schöne Ader gerade gefunden. Ader. Ader. Aderlass. Marlon, wenn ich hier oben stehe, ne? Dann heißt das normalerweise, dass ich auch da so lange weitergehe, bis da nichts mehr ist. Nein, das brauchst du nicht alles wegmachen. Aber ich muss doch da Stein hinsetzen, damit das hübsch ist. Marlon, die Wand endet hier. Ja, genau da nicht. Oh, da ist Copperohr, hab ich gesehen. Eins. Zack, 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 zack. Typisches Minecraft noch am Anfang, aber mal abwarten, was da noch kommt, ne? Ich glaub, das wird auf jeden Fall noch interessant, wenn wir dann spannenden Rätsel bauen können. Atomreaktoren. Was kann man denn alles an Reaktoren bauen? Was kann man damit dann später aus betreiben? Hast du da schon alles, dich irgendwie informiert? Alles. Du kannst alles hier, damit betreiben. Hier gibt sogar eine eigene Programmiersprache. Ja. Die kann der Marlon schon. Hat er sich schon eingelesen? Es ist tatsächlich einfach nur ein simples Basic im Grunde. Ja. Das heißt, der Marlon wird nachher, wie im echten Leben auch, unser Computerspezialist.
Ja, mal gucken, ne? Ja, das wirst du tun, Marlon, ich kenne dich. Man kann damit so Smart-Home-Geschichten machen, also so von wegen, du drückst auf den Knopf und das Licht geht überall an und so. Ja, ist doch cool. Das ist doch genau das Richtige für uns Nerds. Kann man auch Fernseher bauen? Nein. Theoretisch. Aber da kannst du dann kein richtiges Fernsehen sozusagen, sondern nur einzelne langsame Bilder abspielen. Ah, ist ja auch was. So. Da ist noch ein Loch. So. So, unser erster Raum ist fertig, wa? Schon ganz gut. So, ich habe mir jetzt vorgestellt, wir haben hier einen Mittelgang, ja? Ja. Das heißt, wir machen dann, warte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, auf diese Höhe hier, ne, mit 3 Abstand von der Wand, so, hier, Kiste, Kiste, ne, Kiste. Ja, Kiste. Kiste, 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 Kiste. Kiste, passt Kiste. Genau aus. Ah, der muss einen länger, der Raum. Abbauen, 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 abbauen. Das macht sie denn so sicher? Wissen sie guten. Und wir geben nicht auf. Wir werden es an 14. Oh nein, Fackel, oh Gott. Zack, Licht. Ja. Ja. Genau, auf die Höhe muss der. Marlon, es gibt Schaufeln, ne? Beleidigt. Bestimmt. Bestimmt. So, ja, das heißt, hier kommen. Kiste, 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 ja, verstanden. Kiste. So, dann müssen wir jetzt Kisten machen. Ja. Das ist unsere Schatzkammer, ja. Ja. Und obwohl, Marlon, weißt du was, du kannst hier auch mal noch, pass auf, ich geh mal Kisten bauen und du machst mal noch einen tiefer, bitte. Einen tiefer, okay. Ja. Lol. WTF. Deshalb. Meinst du alles, auch den Gang bis nach hinten und so? Nein, nee, nur den Raum. Wieso machst du das schon wieder alles kaputt? So. Rico, hast du noch eine Spitzhacke für mich? Ja, musst du kurz hochkommen, bitte. Hier. Da, gönn dir. Gönn dir Dreck. Warte, da. Und da. Nein, einen habe ich wieder. Warte. Da. Perfekt, danke. Bitte. So, Holz habe ich eigentlich genug im Inventar, aber man weiß ja nie. So, 16, 16, 16, 16, 16, 16 und 16. Das war blöd. So. Ich habe 16 Truhen, Männers. Erstmal. Ey, das ist schlimm, da gäbe es hier einen tiefer und dann findest du wieder Rohmetalle ohne Ende. Ja. Gerade noch ein bisschen Eisenerz. Nein, das musst du stehen lassen, Marlon. Was muss ich stehen lassen? Die zwei hier. Und die zwei und die zwei. So. Ja, los zu schießen. So, ah, du willst die Kisten also auf einem Podest stehen haben. Negativ. Er will nachher einen anderen Boden hier reinhauen. Richtig. Ah, okay. So. Jetzt kann das alles weg. So, jetzt muss ich mal überlegen. 1, 2, 3, 1, 2. Perfekt. Wir einigen uns einfach darauf, der Rico ist jetzt hier Bauleiter und beim nächsten fetten Projekt ist der Leo. Warum nicht? Ja, Leo okay, aber nicht du, Marlon. Leo okay, aber nicht du. Was für einen Boden möchten wir denn reinhauen? Irgendwas Holziges. Okay. Ah, okay, also noch 1, 2, 3, 2 breit ein, okay. So, 1, 2, 3,
2, 3. Was hältst du von einer Pyramide? Nein. Magst du keine Pyramiden? Doch, aber nicht direkt jetzt am Anfang mal. Ich habe ja auch nicht von Jens gesprochen. Das, was hier am Anfang noch Erde ist, soll man das auch mal mit, durch Holz ersetzen oder durch Stein? Warte, wo? Am Anfang ist noch Erde. Wo ist noch Erde? Ja, ganz am Anfang, aber wenn man die Treppe runtergeht. Das kann erstmal noch bleiben, aber wieso macht ihr Löcher und macht die nicht wieder voll? So. Oh, Rohmetalle. Zumachen. Ey, wer hüpft denn hier vor mir herum? Ey. So. Gut, ich mein Schwert raus. So, wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen Holz und mehr Kisten. Ich habe Eichenholzbretter hier. Das werde ich mir jetzt erstmal. Ich habe auch Eichenholz, aber nur 4 Stück. Ja, ich habe jetzt noch 28 und ein volles Stack. Ich hole mal welche. So, die kommt erstmal da dran getackert. So, das reicht jetzt erstmal. Ups. Was für ein Holz nimmst du? Eichenholzbretter? Eichenholzbretter, ja. Ich habe auch noch welche. Ja, dann verlegst du den auf der anderen Seite an. Verlegst du nur am Rand? Nein, komplett. Ah, hier das. Also komplett Eichenholz, ja? Ja. Ach du Scheiße. Vorerst. Alle. Hab auch kein Eichenholz mehr. Also entweder ist oben noch was oder wir müssen neues holen. Wir müssen halt holzen. Harzen? Holzen. So, holzen. Ah, ja, ja. So. Ich bin auch leer. Leo, wie viel war da oben noch? Willst du noch was? Hier, komm her. Nee, warte, ich geh erst mal gucken. Da oben ist nichts mehr. Ja, ich geh trotzdem mal gucken, weil ich brauche ja, wir müssen ja auch noch Truhen haben. Birke und Trope. Rubberwood, Birke. Wäre eigentlich ganz schön, da können wir später mal überlegen, ob wir dann mit einem anderen Holz irgendwie hier noch irgendwie an Akzente setzen. Ja, können wir schauen später. So. Zack, zack. Pflasterstein immer zu mir. Ja, kriegst du jetzt gleich. Komm her. Da. Da und da. Nochmal 16 Truhen. Sehr schön. Wie das aussieht. Dicke Wand und dann so ein bisschen, ne? Leo? Holztür. Da fällt mir ein, soll man nicht eigentlich die Kohle nutzen, um das Pflaster, also das Pflasterstein zu so schönem Stein umzumodeln? Bitte was war? Wir haben ja bisher nur Cobblestone, also diesen Pflasterstein. Ja. Das sieht da nicht so richtig gut aus. Ja, den anderen Stein müssten wir aber mit Kohle machen. Mit Kohle machen. Ja. Ja. Wir haben ja nicht genug Kohle. Boah, guck mal, haben okay. Wir doch schon mal einen richtig geilen Raum hier, wa? Im Lagern, ja. So, jetzt möchte ich gerne eigentlich noch ein paar Steinakzente setzen, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich doch, ja. Ich würde gerne hier, guck mal hier so, wo die Truhen sind, so eine Reihe durch. Weißt du? Okay. Und die. Also nicht unter, sondern vor den Truhen, richtig? Ja, warte, pass auf, hier, die Reihe hier. Ja. So, von hier bis ganz hinten durch. Nein, was? Nein, nein! Hier oben! Ach, drauf! Ja! Okay. Marlon! Ja? Bist du Holz sammeln? Nein. Nein? Was machst du denn? Stein verlegen. Stein verlegen, Oh nein, ich wette, ich will gar nicht wissen, was wir gleich draußen haben. Genau das, was gewünscht ist. Du brauchst auch nicht tiefer gehen, du kannst danach einfach nur die Erde wegmachen, ne?
Marlon. Hatte ich vor. Das ist super.